Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Video, das dir helfen kann bei Hüft- und Kniearthrose. Mach natürlich so mit, wie du dich wohlfühlst. Du kannst jederzeit Pausen einlegen und im Zweifelsfall bitte mit deinem Arzt oder deiner Ärztin absprechen, was du machen sollst. Liebe Grüße an Charlotte, das ist ein Wunschvideo. Ich hoffe natürlich, es tut gut. Richte dich zuerst auf. Die Haltung ist immer wichtig für alle Gelenke, deshalb Brustbein heben, Schulter nach hinten unten ziehen, Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Dann ist deine Mitte schon gut aktiv und die Knie sollten immer etwas durchlässig sein, also so ein bisschen angebeugt. Und jetzt mit geradem Rücken nach vorne gehen und einmal deine Knie etwas reiben. Mit der flachen Hand den Druck selbst bestimmen. Das sollte eigentlich ganz angenehm sein, die ganzen Faszienrezeptoren rund um deine Knie aktiv bekommen. Und dann richtest du dich nochmal auf, lässt die Schultern so richtig locker nach hinten unten fallen und rollst deine Füße jetzt ganz bewusst ab, einmal rechts, einmal links. Fußgelenke bewegen, ruhig auch den Vorderfuß so richtig nach vorne schieben. Für die Knie ist ganz wichtig, dass unsere Fußgelenke schön beweglich bleiben. Alles in deinem eigenen Tempo natürlich. Dann bleibst du nochmal auf beiden Füßen ganz gleichmäßig mit deinem Körpergewicht und setzt dein Gesäß nach hinten unten. Beug deine Knie so weit, wie es dir möglich ist. Beug auch deine Hüftgelenke. Richte dich auf und öffne deine Arme zur Seite. Nochmal nach unten, zurück abstützen, so tief, wie es für dich möglich ist. Und nochmal wieder aufrichten, Brustbein heben. Also, tief setzen, Knie, Hüftgelenke beugen und aufrichten. Deinem eigenen Rhythmus, Oberschenkel parallel zueinander. Nochmal, bleib dann jetzt hier oben, richte dich auf, Schultern nach hinten unten ziehen, die Handflächen rück zum Boden bewegen, Nacken ist ganz entspannt, ich komme zu dir. Und jetzt verlagerst du mal dein Körpergewicht auf die eine Seite, hebst das andere Bein zur Seite an und verlagerst zur anderen Seite. Leicht gebeugt und wechseln. Spür das Gleichgewicht, spür die Kraft hier in der Außenseite, kontrolliert, Knie gebeugt, Bein heben. Die Arme geben dir so ein bisschen Gleichgewicht. Wenn sie zu schwer werden, darfst du sie gerne einstützen. Geht noch. Nur so hoch, wie es für dich angenehm ist. Nochmal. Dann bleibst du wieder hüftbreit, lässt deine Arme sinken. Kommst noch einmal mit deinem Gesäß ein Stück nach unten. Füße gleichmäßig belasten und richte dich nochmal nach oben auf und öffne deine Arme. Nochmal tief gehen, wie es für dich am besten ist, vielleicht auch ein kleines Stück tiefer schon. Wenn du oben bist, versuch
dein Gesäß anzuspannen, also dein Po anspannen, Becken ein Stück nach vorne schieben. Noch einmal tief gehen und dich dann noch mal wieder aufrichten nach oben. Bleibe hier, drehe jetzt wieder die Handflächen zum Boden und hebe dein Bein nach vorne an. So weit wie du kannst, der Rücken bleibt gerade und Seite wechseln. Nach vorne, so weit wie möglich und wechseln. Und du darfst auch etwas länger hier oben halten. So weit wie möglich anziehen. Ausbalancieren. Punkt fixieren in Augenhöhe, dann fällt dir das immer etwas leichter. Dieser Einbeinstand. Nochmal die Seite wechseln und jetzt bleibst du auf dem Bein, halte hier und geh mit deinem Oberkörper nach vorne, halte dich ruhig am Oberschenkel fest, ich zeige es dir mal noch mehr seitlich, Bein anheben, Bauch fest und abtippen. Hier ganz ruhig deinen Po spüren und tippen. Kannst dich auch am Stuhl festhalten. Noch einmal. Und aufrichten. Seite wechseln, Knie anheben zuerst, dann nach vorne gehen, dich ruhig abstützen am Stuhl oder Oberschenkel und Fußsohle hoch und wieder tippen. Becken bleibt parallel zum Boden. Wenn du merkst, es geht nicht mehr, mach Pausen. Und absetzen, aufrichten und so richtig auslockern, ausschütteln. Einmal ein Bein oder deine Beine etwas weiter öffnen. Dich in die Hüfte einstützen und jetzt beuge ein Bein, bis du die Dehnung hier in der Innenseite wahrnehmen kannst. Ganz egal, wie weit du hier deine Beine öffnest, Dehnung spüren, halten. Den Po auch so ein bisschen nach hinten setzen. Seite wechseln, anderes Bein beugen, Dehnung wahrnehmen. Atmen. Dann wieder zurückkommen. Auflösen, auslockern, ein Bein nach vorne stellen,
jetzt Gewicht auf das hintere und den Po nach hinten schieben, Knie strecken, Fußspitzen anziehen, den Po wirklich zurück und dein Brustbein Richtung Oberschenkel. Spür die Dehnung in der Rückseite. Ganz fest dein Knie strecken. Auflösen, dann das Bein zurückstellen, Ferse heben, unteren Rand vom Becken nach vorne, da die Dehnung spüren, vielleicht ein bisschen tiefer, Po anspannen. Ungefähr 30 Sekunden Dehnung halten. Auflösen, das Bein hinten strecken. Beide Fußspitzen zeigen nach vorn und jetzt Knie strecken, bis du Dehnung hinten wahrnehmen kannst in der Wade. Und langsam wieder auflösen und gleich mal die Seite wechseln. Dreh mich einfach andersrum, das andere Bein nach vorne setzen, stütze dich auf die Oberschenkel, streck das Knie, Po nach hinten schieben, Dehnung in der Rückseite. Und immer ein Stück tiefer vielleicht, so dass du die Dehnung angenehm wahrnimmst. Dann wieder lösen, das Bein nach hinten stellen, Ferse anheben, unteren Rand vom Becken nach vorne und dein Knie leicht Richtung Boden absinken lassen, die Dehnung Hüftbeuge. Geht? Finde einfach deine Position, wo du die Dehnung auch wahrnimmst. Dann lösen, Fußspitzen in eine Linie oder in eine Richtung, Knie strecken, Hüfte schiebt und nochmal Dehnung, Wade. Knie strecken hinten. Und dann langsam wieder zurückkommen zur Mitte. Auslockern, ruhig mal Fußgelenk, Knie, Hüftgelenk rausschütteln, auch die andere Seite so richtig wegschütteln. Dann nochmal auf beide Füße stellen, hüftschmal stehen, ganz bewusst deinen Stand wahrnehmen, das ist auch wichtig. Spür die Außenkanten, Großzehenballen, Fersen. Und wenn du jetzt aufrecht stehst, spür, dass deine Knie etwas durchlässig sind und dein Brustbein anheben, dann ist dein Becken automatisch in der richtigen Position. Locker lassen. Auch hier oben, auch wichtig. Auch nochmal den Kiefer ganz locker lassen. Entspannen. Und wenn du willst, dann massier ruhig nochmal deine Knie. Richte dich auf, kannst auch ruhig nochmal dein Gesäß
ein bisschen massieren, vielleicht auch den unteren Rücken, der oft verspannt, auch bei Hüftproblemen. Und was immer ganz schön ist, sich komplett durchzubewegen, das heißt nochmal so richtig in die Länge ziehen, strecken, räkeln, gähnen und ausatmen, entspannen. Wie fühlst du dich? Ich hoffe, es hat dir gut getan. Ich hoffe, deine Hüftgelenke, Kniegelenke fühlen sich jetzt wohl. Mich interessiert es natürlich. Gern unten reinschreiben, wie es dir jetzt so geht. Wenn du willst, gefällt mir drücken. Vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen. Und natürlich vielen Dank, wenn du es bereits tust. Der Link wäre da unten, da steht deine Unterstützung. Klick einfach drauf und wähle aus, mit wie viel im Monat du das machen möchtest. 2,50, 5,10 Euro, 20, was es dir wert ist. Wenn du willst, empfehle mich weiter. Freue mich auch, wenn sich ganz viele Menschen bewegen. Oder wenn du ganz einfach so beim nächsten Workout wieder dabei bist. Bis dann!